Inmitten dieser dunklen Höhlen hier irgendwo im Wunderwald darf ich euch zum 31. Mal nun willkommen heißen. Hier zur nächsten Folge von Trails of Mana, a.k.a. Seiken in Setsu 3. Besser bekannt hier natürlich als Teil, als dritter und letzter Teil der Seiken in Setsu Collection für die Nintendo Switch, denn darauf spiele ich das Ganze und darauf habe ich das letzte Mal in der letzten Folge eine richtig schöne, saftige Niederlage erfahren müssen, als wir das erste Mal vor einer Götterbestie standen, dem großen Gottesbiest des Waldes, Mistpolm, ein Kürbiskopf auf einem Rankenwerk, das man wirklich in seinen schlimmsten Träumen noch nie gesehen hat. Und es hat uns ziemlich auseinandergenommen. Und da stehen wir jetzt hier mit unserem zu niedrigen Level und müssen alles daran setzen, uns ein wenig aufzuleveln. Denn so wird es beginnen. Und ich lasse jetzt mal das Intro ganz langsam in das Spiel wieder übergehen. Und ich quatsch einfach mal weiter. Denn wir müssen auf jeden Fall besser werden. Das hat keinen Zweck. Wenn wir hier nicht ein Level hochgehen wenigstens, dann können wir gar nicht mehr, brauchen gar nicht zu Mistpolm rüber eiern, ja, der macht uns kaputt, der macht uns platt, der schält uns wieder aus unseren Häuten raus und isst uns wie so eine vergorene Banane, das wollen wir nicht. Wir wollen den killen und das ist auch solche lächerlichen Angriffe hier. Ja, ein Witz ist das. Oh, guck mal, ein schönes Kräuterchen, ein Kraut, gibt's gleich aufs Lager, brauche ich so nicht, gibt's ins Lager. So. Und wie gesagt, ich laufe jetzt mal ein bisschen hin und her, hoffe, dass wir gleich ein Level steigen und zu guter Letzt wagen wir nochmal den Kampf gegen Mistpolm. Diese elendige Mistpolmige Gestalt. Angela wurde getötet. So, wenn selbst die Gegner zu hart sind. Vielleicht sollte ich gleich mal gucken, wie viel Geld wir haben, dann können wir uns vielleicht auch noch bessere Ausrüstung holen. Das könnte auch sein. Oder wir versuchen ein anderes Götterbiest. Auch alles eine Option. Es fängt gut an. Kodando, was treibst du nur für Schindluder mit deinen Zuschauern? Du musst hier schon den Engelskelch zu Beginn einsetzen. Na komm. Geh kaputt. Brech in zwei. Stirb. Vergehe, Kreatur. Ah, der Ritter ist gestiegen ein Level. Ich frage mich, ob man überhaupt... Bringt es was, ihm hier noch ein bisschen die Magie hochzupushen? Ich glaube, ich gehe eher auf die Stärke. Denn Mistpolm, muss Schaden erleben. Das ist das, was bringt. Schaden muss er spüren. So, Level 25. Das muss doch langsam mal gehen. Ist mal ganz ehrlich. Zack. Reicht das, oder sind wir schon gestorben, bevor wir überhaupt heilen konnten? Ja, irgendwie sind wir schon gestorben, bevor wir Heilung finden konnten. Ich habe ja Gott sei Dank noch im Lager relativ viele Heilgegenstände. Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Kann natürlich auch mal so einen machen hier. Kann ich auf alle machen? Ja, komm, auf ihn hier einfach. Dafür ist ja die Magie. Zack! Der hat gesessen. Der zieht auch gut was ab. Saftig. Aber Angela ist auch gleich wieder tot. Ich will die aber jetzt gerade nicht. Ich komm, die schafft das schon. Ah, die Valkyrie steigt auch ein Level. Stärke geht nicht. Wollen wir sie flinker machen? Wir machen sie flinker, komm. Und dann muss gleich auch unser Magier-Mädel auch nochmal ein wenig besser werden. Ah, ich frage mich gerade tatsächlich, wo es denn sonst noch mangelt. Die Ausrüstung, kann dies wirklich sein? Ja, die kann natürlich viel verändern, ne? Sicherlich kann die viel verändern. Ich gehe mal von aus. So. Naja. Jetzt nochmal kurz hier wieder zurück. Bisschen brauchen wir noch. Paar brauchen wir noch. Sehen wir denn, Moment. Ich habe ja so selten geguckt. Aber bei unserem Status, wo ist er denn? Hier unten, ne? Wie brauchen wir denn für ein Level? 8231 für den nächsten Level. Und wir können von ihm, vom Ritterlevel dann zum Paladin oder zum Lord anschwachsen oder ersteigen. Das erste Mal ging das bei Level 18, ja? Ist es 36 dann das nächste, wenn man das jetzt mal doppelt? Oder kann ich vielleicht sogar schon demnächst die nächste Klasse anstreben und entsprechend stärker dann kämpfen? Würde mich natürlich interessieren, wie das ist. Ich weiß aber nicht. Ich weiß nicht, was der Grenzbereich des Levels ist. Das würde uns natürlich massiv helfen im Kampf gegen Mistpolm. So viel steht fest.
So, 267 gibt's von so einem Gegner schon allein. Dann dauert das gar nicht so lange, ne? Wir müssen echt nur jeden Gegner hier mitnehmen. Guck mal, 219, oben rauf noch. Können wir immer hier, können wir eine schöne Addition hier vornehmen. Können wir rechnen lernen. So. Queen Bee. Zack. Ich erledige euch. Halt. Ah. Jetzt gibt es auch noch hiervon einen von mir. Ich überlege gerade. Vielleicht sollten wir auch noch einmal gleich hier wirklich verschwinden. Denn ich habe auch noch einen sehr lieben Tipp gekriegt vom guten Miku, dass wir auch noch einen Gegenstand kriegen, der uns alle gleichzeitig heilen kann. Und ich glaube, das ist auch wirklich das größte Defizit, was wir haben. Da müssen wir zu diesem Ollen Nachtmarkt da gehen, hä? Diesem hier, diesem Untergrund, diesem Schwarzmarkt. Schwarzmarkt, nicht Nachtmarkt, Schwarzmarkt. Nachtmarkt wäre noch schöner. Aber den Schwarzmarkt, glaube ich, ne? War doch irgendwie so. Wenn ich mich recht entsinne, es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier wieder einfach irgendwie ins Schwafeln gerate und wieder Müll erzähle. Passiert öfters mal. Passiert gerne mal. Aber das können wir vielleicht auch gleich mal gucken. Und dann gehen wir uns doch mal richtig schön frisch aufladen. Holen wir das Ding dann noch ab. Ich muss mal gucken. War das in Maya? In welcher Stadt war das? Hafenstadt? Ich weiß es gar nicht. Ach, guck mal, Sorceress ist ein wenig besser geworden. Die machen wir natürlich hier besser. Auch wenn die wirklich ein bisschen mehr Energie bräuchte, die gute Dame. Aber da können wir dann vielleicht auch gleich die Ausrüstung noch entsprechend anpassen. So, ganz sachte nehmen wir die auseinander. Tanz mal noch ein Ründchen für mich. Mag ich gerne, wenn die Gegner hier was zum Besten geben. Vor allem, wenn es was ist, was mir nicht schadet. Genau. Schaden habe ich nicht so gerne. Mag ich nicht. Aber ich finde jetzt letztendlich, muss ich sagen, ich bin jetzt der Typ Spieler, der nach einer Niederlage trotzdem noch Lust hat. Denn das steigert letztendlich nur die Herausforderung. Jetzt will ich es Mistpalm richtig geben, das nächste Mal, ja? Der hat arg viel Energie. Ich weiß, ich habe gerade mal nachgeguckt, ich glaube über 15.000. Das müssen wir erstmal rauskriegen, ne? Aus dem ganzen Ding. 15.000, das ist schon eine Hausnummer. Wenn man überlegt, ich glaube, mein normaler Schlag, da hat wie viel hat er gegeben? 200 oder so maximal, oder mein bester Zauber waren 300. Das ist schon eine ordentliche Nummer. So. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Wie gesagt, wenn euch Aufpowern in gewisser Weise nerven sollte, was ich tatsächlich verstehen kann, ich glaube, ich würde das niemand sehen wollen, weil ich ja so schon leide beim eigentlichen Prozess des Handelns hier, würde ich es auch verstehen, wenn ihr spulen würdet. Aber wie gesagt, ich sehe das als Kompletterlebnis und ich nutze einfach die Zeit, um zu schwafeln. Ich gehöre zu den Menschen, die wirklich sehr, sehr gerne reden und auch sehr, sehr viel reden, aber das weiß man ja mittlerweile schon. Da rede ich einfach mal ein bisschen. Guck mal, was passiert da. Guck mal, ein Lichtschimmer. Eieieiei. Sei der Spiegelabster. Also, die maximalen Lebenspunkte sind gestiegen. Und hier, oh Gott, Modoku. Modoku ist tödliches Gift. Sehr schweres, furchtbares, wildes Gift in unseren Venen. Modoku. Doku normal ist Gift, ja, also Doku. Könnt ihr euch merken als Gift. Und Mo macht das ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich tödliches Gift. Also wenn man Gift noch mehr verstärken will, dann macht man Mo vor. Modoku. Das kann man auch machen bei Hitze, was in der Lesung Sho ist, von Atsui, Sho. Mo-Sho ist Affenhitze. Im Sommer, so wenn es 40 Grad plus sind. Boah, Höllen heiß. So, ich muss aufpassen, dann sterbe ich hier gleich. Oh nein. Okay, sie ist wach, das ist gut. Schön, jetzt kann ich mich gleich wieder heilen. Aber schon ein bisschen was gelernt hier, ne? Also, Modoku, das Todesgift. Tödliches Gift. Ich speichere nochmal. So. Geh mal hier unten nochmal gucken. Noch ein paar Gegner, die uns was beibringen können hier. Mach mal eine Attacke. Machen wir was Schönes. Ey. Stirb. Klatschen wir dich auch in der Ecke. Ich glaube, da kann ich ruhig den nochmal machen. Um das zu beschleunigen. Das Prozedere. Ich glaube, die sind am besten. Die Käfer hier. Weil die echt am meisten Erfahrungspunkte geben.
So können wir in der Folge locker ein Level auf jeden Fall steigern. Und wie gesagt, gleich dann noch die paar Extras, wenn wir da uns noch ein bisschen besser ausrüsten vielleicht. Ich hätte mal in der Burgstadt von Altena gucken sollen, ob da vielleicht noch bessere Ausrüstungsgegenstände zu finden waren. Ich war da, glaube ich, nicht mal im Rüstungsladen, oder? Kann das sein? Mind up. Na, klasse. Ah. Mahokoka ist gestiegen. Maho ist die Magie. Koka der Effekt, also die Effektivität letztendlich. So. Ein Honigdrink geht in die Tasche. Ich gehe mal wieder zurück. So. Regenerieren wir nochmal und gucken einmal wieder hier oben in der Ecke. Ich will, wie gesagt, diesen Levelaufstieg noch haben. Dann fühle ich mich sicherer. So, jetzt stärkt sie sich selbst. Und den treiben wir jetzt hier in den Abgrund rein, ganz klar. Er hat keine Chance. So, und nochmal mit Liebe hier malträtiert. Schlimmer geht's nicht mehr für ihn auf jeden Fall. So, euch nehmen wir uns nochmal vor. Ist natürlich massiv, was wir da jetzt wegbashen müssen. Für den lang ersehnten Levelanstieg. Aber wir tun ja wirklich alles, um uns zu behaupten. Perfekt. Können wir wieder? Können wir wieder? Ja, klar. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Halt. Falsche Richtung. 2003, guck mal. Geht doch alles, geht doch alles. Das haben wir am 0, nichts erreicht. Und wollen wir dann Mistpalm nochmal versuchen oder wollen wir erst den Rest erledigen als bessere Ausrüstung? So, das ist die Frage, ob wir es dann schaffen überhaupt. Komm her, jetzt haben wir dich. So, hier vorne ist er noch. Ein alter Bekannter. Mit seinen wunderschönen Lichteffekten. Und wir dominieren hier gerade mit diesem Liebesbeweis. Alles klar, noch einmal ihn. Der Gigaclauder. Und die Queen Bee. Die Bienenkönigin. Es gibt viele Königinnen in diesem Wald, ja? Ich habe doch schon gefühlt 20 davon getötet. Dass die sich hier nicht, dass hier nicht so ein Ränkereigen so langsam mal hier ausbricht. Wer denn die wahre Königin ist. Oh, tödliches Gift, habt ihr das gelesen? Modocke? Eieiei. Da. Guck mal, ein Pulpikraut. Wahnsinn. Wahnsinn. Nochmal hier. Jetzt holen wir uns den nächsten Level, komm. Wir holen uns jetzt den nächsten Level. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal besser überhaupt am Start als zuvor. Und wenn wir dann versagen, dann geht's beim dritten Versuch darum, uns bessere Ausrüstung und so zu holen. Ey, guck dir das mal an. Hab ich auch noch nicht gesehen gehabt bisher. Die überraschen einen immer aufs Neue, ne, die Gegner hier. Klatschen sie weg. Ja, sehr viel Liebe. Zum Abschied sozusagen, ne? Und noch einmal die Dreier-Kombi. Das Trio Infernale sozusagen. Komm, können wir Attacke raushauen nochmal, bevor wir sterben? Ja. Alter, hört auf damit. Mit solchen ekligen Attacken hier. Boah, das haben wir gerade noch geschafft, ne? So, wir müssen jetzt ganz schnell nochmal Heilung holen. Ach, guck mal, eine Axt. Ich frag mich ja genau, was man sonst noch Mistpalmen so entgegenwerfen könnte. Ich glaube, ich sollte bis zur
seinem Entfesseln der Magiebarriere wirklich mit Zaubern versuchen, was auszurichten. Und ja, danach weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Barriere anhält. Das wird auch irgendwie nicht angezeigt, kann das sein? Ich habe jetzt nie geguckt, ab und zu pocht da hier ein bisschen Text auf, aber das geht ja so schnell, da kann ich mich gar nicht drauf konzentrieren. So. Die machen wir platt. Und ich glaube, das dürfte jetzt gleich soweit sein. Der Levelanstieg muss kurz bevorstehen. Vielleicht hier nochmal und dann davor noch. Dann müssen wir es geschafft haben. Komm schon. Jawoll! Sehr gut, Julian. Nochmal ganz schick hier angetanzt. Das Viech. Perfekt. Da haben wir den Ritter schon mal. Ich mache ihn ein bisschen flinker noch. Ich glaube, das kann er ganz gut gebrauchen. Ab und zu ist er dann schon ein bisschen langsam noch, ne? So, der Ritter ist schon soweit ganz gut drauf. Jetzt brauchen wir nur noch Ries und Angela. Und dann ist Miss Poem für uns noch einmal bereit für den Kampf, hoffe ich. Und wie gesagt, wenn ich dann verkacken sollte, dann müssen wir ganz andere Register ziehen. Aber ich bin jetzt in meiner Ehre schon so weit gekränkt, dass ich ihn auf jeden Fall als erstes besiegen will. Die Walküre ist gestiegen. Mal gucken. Mach sie noch stärker. Ja, jetzt zieht er doch richtig ab. Guckt euch das mal an. Kriegen wir Angela jetzt auch noch den Level empor geklommen? Das wäre noch ganz schön. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Das war ja eben schon fast der Tod. Oh, der zieht aber auch ab hier unten, ne? Der Frechdachs. Ey, komm. Am besten mit vielen Specials. Den Pilz. Komm, ja, jawohl. Genauso will ich das sehen. Angela, wird es jetzt langsam mal so weit bei dir? Die ist ja aber echt ganz schön... Hä? Nee, Quatsch, achso, okay. Was sagen? Hä? Oh, echt, so viel noch? Das ist, liegt alles an dem Geisterschiff, kann das sein? Dass ich da ein bisschen vorgelevelt hatte? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt zum Miss Poem. Vergesst es! Wir schaffen das schon. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich will es jetzt aber wagen. Ich will jetzt die ultimative Herausforderung nochmal spüren. Und wie gesagt, wenn ich ihn... Oh, komm, jetzt habe ich dann nochmal gespeichert. Wenn ich ihn dann nicht schaffen sollte... Boah, dann muss ich anders überlegen. Da muss ich ein ganz anderes Register ziehen. Was wollte ich machen? Ja. Da. Hierauf gedrückt haben wollte ich schon längst. Und noch einmal das Wichtigste. Drops habe ich. Schoko. Und, Moment, wo sind denn die Engelskelche? Da. Dass wir auch von allem jeweils 9 haben. So. Jetzt killen wir die auf jeden Fall nochmal. Die sind auch Level 28, die Gegner. Das ist vielleicht auch der Richtwert, den man eigentlich einhalten sollte, wenn man hier ist wahrscheinlich, ne? Level 28 so Minimum, will uns das Spiel damit sagen. Und was tun wir? Wir hören nicht drauf. Wir gehen aber mit Level 26 schon vor. Klatscht ihn weg. Hey, er trifft uns nicht. Wir ihn aber auch nicht. Was ist das? Angela, willst du immer ein Level noch steigen? Ja, Miss Poem ist schon hier, ne? Nee, Quatsch. Da ist er aber. Bin ich jetzt schon... Ich versuche ihn mal nochmal mit der Explosion zu Leibe zu ziehen, bevor er sein Schild macht. Das müsste eigentlich funktionieren.
Jetzt müsste es mega abziehen. Ich muss ihm harte Treffer. So, ja, das war aber nicht so gut. 4-5 vielleicht. Blitz, doch besser. Ja, klasse. So schnell? Ja, super, das ist echt. Ich weiß nicht, ob das Pech ist oder ob das wirklich seine erste Reizreaktion ist, damit rauszurücken. Wenn Reese gleich zu Beginn schon halb tot ist, dann weiß man Bescheid. Es kann auf jeden Fall ein harter Kampf werden. Wir wissen, dass es ein harter Kampf wird, aber ich meine nur, das wird ein langer Kampf. Das ist, was ich sagen wollte. Denn der hat wirklich über 15.000, glaube ich, ne? Und wir ziehen hier gerade mal 200 ab mit unserem besten Angriff. Der sehr selten nur mal sich ereignet. Und guck mal, das ist schon. Der erste ist hier schon tot. Und irgendwie spinnen die Zahlen ab und an auch, kann das sein? So, Miss Palm. Manchmal ist da eine 1, dann wechselt das zur 0 und wird wieder zur 1 und dann weiß man gar nicht, lebt die oder stirbt die gerade oder was auch immer. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir mit unserer Ausrüstung, die Rüstung ist wirklich, glaube ich, das, was starke Defizite noch birgt. Bei Waffen haben wir ja jetzt vom Elfenlander eigentlich das Beste gekriegt, ne? Wobei, ich weiß jetzt nicht, was in Altena gegeben hätte. So. Das und da kann man noch einen oben rauf geben. Upsala, das wollte ich nicht machen. Das war ein Zeichen vom Spiel, bloß aufzuhören, ne? Wahrscheinlich schon. Alles klar, Heilung wird schon wieder erforderlich. Ich frage mich, ob ich jetzt vielleicht auch gleich schon wieder zaubern kann. Oder habe ich irgendeinen Zauberspruch, der irgendwie da durchkommt? Ich glaube aber nicht, ne? Ich kann wirklich nur so hier aufwarten. Na, dann kommt er gleich und knallt mir da seinen ollen Kürbis im Gesicht entgegen. Ah, schon wieder. Die sterben aber auch wie das letzte Viehzeug. Okay. Ich glaube, ich war eben besser, ne? Trotz niedriger Level. Irgendwie habe ich mich besser gegeben gefühlt. So. Komm schon. Ich gebe mir mal ganz kurz der guten Ries ein Bonbon, solange es nicht ganz so schlimm aussieht für mich. Und dann haue ich da meine schöne Scheibe dem entgegen. Andernfalls, wie gesagt, wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten, dann setze ich komplett darauf, dass man erstmal vielleicht guckt, wann denn der Klassenwechsel wieder möglich ist. Weil wir dann ja auch wieder in unseren Werten und Attributen so weit steigen, dass wir wahrscheinlich bessere Chancen haben. Ich sollte auch mal auf den guten Judan wechseln. Das ist ja letztendlich das Beste, was wir machen können, ne? Vielleicht kann er auch mal zaubern. Wäre auch super. Wobei, das dauert immer relativ lange, bis er sein Heillicht überhaupt da rausgeholt hat. Als nächstes kommt nämlich der und der nagt. Der nagt so sehr an uns, dass er gleich. Der hat Reese schon getötet. Bevor Reese überhaupt geboren war, war sie längst schon tot. Alles klar, nochmal, komm. Warum nur? Habe ich irgendwie am Anfang was vergessen beim Schwierigkeitsgrad einstellen? Ist jetzt irgendwie Hardcore-Modus oder? Irgendetwas ist da schiefgelaufen. Kann doch nicht sein. So kenne ich das Spiel noch nicht. Alles klar nochmal. Ich muss Miespolm heute irgendwie besiegen. So wahr ich hier sitze. Auf meinem kleinen Stuhl. Gleich sitze ich im wahrsten Sinne des Wortes in meinem Stuhl, wenn das so weitergeht, weil sich mein Darm vor Wut entleeren mag. So.
So, kann man denn die gute Dame da heilen, während sie da rumgeschleudert wird? Komm schon. Vor allem, dass man ihn auch manchmal verfehlen kann. Das ist ja richtig, richtig lächerlich, ne? So, komm schon. Ich sehe die Zahlen, die sie da hochflattern. Das ist wie eine Mathematikstunde. Dabei will ich doch nur, dass es gleich ein Ende hat, dass wir siegen. Wobei, bei 15.000 war lange noch nicht, glaube ich. Vielleicht gerade mal bei 2.000? Wobei, jetzt müssten schon ein bisschen mehr sein, ne? Der Typ hat lange nicht mehr sein verkacktes Schauberschild gemacht, ne? Vielleicht können wir ja jetzt nochmal Magie anwenden. Das würde zumindest so ein bisschen die Hoffnung steigern, dass wir überhaupt eine Chance haben gegen ihn. Andernfalls können wir es eigentlich gleich schon eher dabei belassen. Gar nicht, was ich tun soll. Vielleicht immer mit Eis wirken? Vielleicht hat er Angst vor Eis. Kann ja auch sein. Der. Ist das deren Ernst? Der hat wirklich die ganze Zeit das Schild dann? Habe ich einen Gegenstand um. Magische Barrieren oder so? Kann ich ihm Pulpelkraut geben? Nee, ne? Das wäre sonst meine Vermutung, dass man ihn irgendwie die Barriere durchbricht. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht wirklich. So, komm. Jetzt wollen wir nochmal Ries gleich in Aktion sehen. Ich kann wirklich nur mit meinen Spezialattacken hier überhaupt was ausrichten. Komm schon. Nochmal. Hau rauf. Jawohl. Und dann wieder die Attacke. Da setze ich gerade meine komplette Hoffnung drauf, einfach nur die Attacken rauszuprügeln, ne? Ihr merkt das schon. Gibt's nochmal ein Bonbon für Angela, denn die wird sonst den nächsten Angriff wahrscheinlich nicht überleben. Wir waren anderen wahrscheinlich aber auch nicht, denn das ist immer so ein bisschen kritischer hier. Alles klar, noch einmal ein Stück Schokolade. Und dann kann ich gleich die Honigtöpfe rausholen. Das ist dann so die letzte Phase, die für uns anbricht. Weil mehr können wir nicht tun. Mehr können wir dann wirklich nicht mehr tun. Ist auch so ein Dreckskerl, ne? Mit seinem Gift. Jetzt könnte Angela wirklich mal auch ihren Spezialangriff machen. Ja. Komm, Judan. Ich will mal ein bisschen mehr Aktion von dir hier sehen. Ja. Das muss ich 10-mal machen, habe ich um die 2.100 abgezogen. Und er hat 15.000. Ernsthaft, wie soll das denn funktionieren? Ich hätte übrigens auch gerne eine Energieanzeige, um ehrlich zu sein. Komm. Nochmal, nochmal. Nee, er ist erst dran. Ich dachte, ich wollte gerade eben noch einmal meine Attacke hier machen. Aber schon ist wieder eingefallener mehr im Team. So, komm zurück, Milady. Boah! So. Ich schlag einfach weiter. Ich schlag einfach weiter drauf los, bis er uns hier wieder ins Schlummerland bringt. Jetzt kann ich eigentlich nur heilen, ne? Und wieder zum Angriff ausholen. Ja, das ist ganz gut, wenn wir wirklich da alles rausgeben, was wir haben. Aber selbst das ist nicht erfolgsversprechend. Das ist wieder seine Barriere, ne? Jawohl, genau. Ich versuche jetzt tatsächlich mit gerade samt noch mal mit Judan, aber das ist chancenlos.
wie ich dazu komme. Und wieder einmal ein explosiver Todeskürbis, der uns das Leben raubt. Aber wir geben noch nicht auf. Wir geben erst auf, wenn er uns direkt ins Grab geschickt hat. Das haben wir uns geschworen. Und vielleicht schaffen wir es ja noch. Sprach der optimistische Gurando, der gleich gebrochen hier am Boden liegt. Na, guck, der hat uns wieder in Luft geholt. Währenddessen können wir nochmal draufschlagen. Die Attacke ist das Beste, was Angela hier zu tun vermag. Bei ihm ist echt blöd, dass wir nicht zaubern können, ne? Ich glaube, sonst hätten wir echt größere Chancen. Komm schon. Und abermals. Diesen Angriff. Oh ja. Ich glaube, ja, so sieht's aus. Der gute Duran ist wieder tot. Das ist der, der in der Runde am meisten gestorben ist bisher. Also bei dem zweiten Versuch. So, jetzt können wir alle noch einmal durch unsere Attacke hier entfesseln. Boah, die Kämpfe sind aber auch echt Zeitraum, ne? Ich habe das Gefühl, als würden die NPCs, sobald ich die Rollen wechsle, nicht mehr so wirklich komplett durchgehend schlagen. Also da mangelt es dann an effektivem Vorgehen. So, wenn ich jetzt Duran bin, dann seht ihr, schlage ich einfach nur konstant. Die Leiste steigt relativ langsam, ja gut. Jetzt können wir wieder die Attacke machen. Aber so komme ich auf jeden Fall öfters zum Schuss sozusagen, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall dieses... Oh, was passiert jetzt? Haben wir es geschafft? Ja, ernsthaft? 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 Oh Gott! Wir haben ihn besiegt! Unfassbar! Hätte ich nie... Ich dachte, ich wäre da gerade geplatzt, ja? Wahnsinn! Was ein Spannerkampf. Beim zweiten Versuch haben wir ihn besiegt. Den furchtbaren, ekelerregenden Mistpolm. Bin wirklich furchtbar geworden. Guck mal hier, dann kann ich schon das Menü aufrufen. So eklig finde ich ihn. Die Fee sagt, jawohl, wir haben es geschafft. So, ihr merkt, was die Götter besser anbelangt, wenn die Zeit vergeht, dann wachsen sie zusammen, die werden stärker. Noch 7 Stück liegen vor uns. Also, überleg, wo du als nächstes hingehst und dann geh los, greif an, schlag zu, töte sie, besiege sie, vernichte sie, kill sie, mach sie zu Brei. Und all das, was uns erwarten mag. Ich gehe jetzt mal und mach die mal ein bisschen schneller. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaub's selbst ja gar nicht, ne? Ich hatte schon abgeschminkt. Ich habe schon Plan B und C überlegt. Was man denn noch machen könnte, alternativ. Wo ist denn jetzt diese verdammte Hafenstadt da? Wo, oder beziehungsweise diese Stadt mit dem Markt? Irgendwo? Die hier? Ich weiß es nicht. Ich muss mir jetzt erstmal von A nach B und von B nach Z. Pardo? Ist das Pardo gewesen? Kann das sein? Hier können wir erstmal wieder unser Inventar aufrüsten. So, wir haben auf jeden Fall ganz schön Geld gesammelt. Das ist cool. So, halt, davon wollte ich doch gar keine. Ach komm. Hier die Schokoladen. Da haben wir doch alles ausgegeben gerade im Kampf. Wir gehen auf jeden Fall gestärkt aus den Kämpfen hervor. So viel steht fest. Und hier. Wir können natürlich die wir verbraucht haben, auch wieder nachfüllen. Und so geht es dann auch weiter. Ich muss noch mal einmal kurz gucken, das ist die falsche Stadt hier, ne? Das hier? Und das ist hier gewesen. Nee. Das ist nichts, wo ich sein will. Aber wie dem auch sei, beim nächsten Mal geht's weiter. Jetzt muss ich mir erstmal ausruhen hier von diesem harten Kampf. Wir haben Mistpoint besiegt und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich
erstmal gucken, ob wir irgendwie noch uns verstärken können. Und dann werden wir uns die nächste Bestie vorknöpfen. Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund und munter. Ihr könnt nochmal schön kommentieren und liken und auf die Social Media folgen und das nächste Mal einschalten. Und ja, beim nächsten Mal freue ich mich auf euch. Also dann, auf Wiedersehen.